So sehen Sieger aus, la 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 la. So sehen Sieger aus, la 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 la. So sehen Sieger aus, la 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 la. So sehen Sieger aus, la 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 la. Das ist doch dann egal, sowieso vorbei. Naja, was heißt vielleicht, Deutschland kommt ins Finale. Die deutsche Abwehr aufmerksam in diesem Augenblick unter Michael Ballack und an der linken Seite Volli, Lukas Podolski. Von auch irgendwie angegriffen, deswegen legt der Vorsitzhalber nochmal zurück auf den Plan. Michael Ballack nochmal nachgesetzt und dann in höchster Gefahr. Der Ball ins Aus befördert von Mehmet Topper. Jetzt ist die Stimmung natürlich hervorragend. Besser kann es eigentlich gar nicht sein. Aber die größte Aufregung war trotzdem eben nicht dieses Tor, dieses 2:1 für die deutsche Mannschaft, war nicht der Ausgleichstreffer, das 1:1. Die größte Aufregung gab es beim ersten Mal. Da kannst du was davon machen. Unglaublich, ein schnelles Superball.
Das ist doch nicht wahr! Sammy Selçuk! Gold, Sie glauben, das ist es jetzt gewesen. Aber abgepfiffen ist diese Partie noch nicht. Abschluss jetzt für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Jens Lehmann nimmt einen ganz langen Anlauf, lässt sich auch Zeit, jetzt der Ball wieder im Spiel. Der Blick auf die Uhr, 3 Minuten 50 sind schon über die reguläre Spielzeit gespielt in Basel. Und das ist jetzt der Abpfiff. Richtige Dinge aufmerksam gemacht worden. Wir haben das moderne Berlin kennengelernt. Wir haben Kultur mit dem Musical gehabt. Und jetzt noch zum Schluss etwas Sport. Und ich denke, wir hätten die ganze Fahrt nicht so glücklich zu Ende bringen können, wenn unser Fahrer uns nicht so gut und sicher durch die Wirren der Großstadt und der Strecke der Autobahn gefahren hätte. Deshalb denke ich, jawohl, im Namen aller zu sprechen, wir wollen uns hier ganz herzlich bedanken. Busfahrer. So, ich wünsche euch dann einen guten Nachhauseweg. Schlaft schön und denkt dran, morgen beginnt der Unterricht so wie abgesprochen. Ja, was wichtig ist noch, bitte nehmt alle eure Sachen mit. Ja, ich meine hier Handys, Checkkarten, ja, ihr habt doch alles. Mann, bitte alles mitnehmen, wo die kleinen hier Walkmaner oder wie das Zeug alles heißt hier. Ja, das liegt dann manchmal zwischen die Sitze, denn der Bus ist morgen früh schon wieder fort. Sollten wir was finden heute Abend bei der Freundin, dann schickt wir es ins Büro bei uns. Ja, dann müsst ihr euch im Reichenbach im Büro melden. Sollte irgendwas gefunden werden. Ja, dann müsst ihr euch melden im Büro bei der Frau Plötschke. Die hat ein riesengroßes Fundsachenbüro. Das wird jedes Jahr zum Bushoffest, wenn was liegen bleibt, in der Holzen, dann wird es versteigert. Übrigens will ich mich auch nochmal bei euch bedanken. Es hat alles wunderbar geklappt. Es gab keine Probleme. Sie waren alle immer pünktlich an der Stelle, wo wir sein sollten. Und auch im Bus hier habt ihr euch recht ordentlich verhalten. Vielen Dank dafür. Ne? Bitteschön. Aber gerne noch.